Aus welchem Grund wollt ihr das Kloster betreten? Sprecht rasch. Oh, Mersul, sagt ihr. Nun gut, da ihr wisst, dass sich Callisto hier aufhält. Du hast es tatsächlich geschafft. Nach so langer Zeit. Also, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, es war Arkt. Er hat uns beide mit einem Bann belegt. Und ich bin plötzlich hier gelandet. Er ist mir irgendwie nicht geheuer. Was gibt's denn? Wenn ihr Heilmittel... Schaut euch um. Bis zum nächsten Mal. Oh, dann geh lieber. Wir können uns ja später noch sprechen. Mein Herr, hier will euch jemand sprechen. Mich sprechen? Ja. Ich hoffe, dieser jemand hat einen guten Grund. Kennen wir uns vielleicht irgendwo her? Nein. Es scheint mir nicht so. Ihr seid mir neu. Nun, und so zerrissen und erschöpft, wie ihr ausseht, müsste der Wache einen guten Grund... Mersul. Nun, vielleicht kenne ich diesen Namen. Was? Was habt ihr gerade gesagt? Habt ihr gesagt, er ist tot? Tot? Wisst ihr überhaupt, was ihr da von euch gebt? Er kann doch nicht einfach tot sein. Das geht nicht. Unmöglich. Nun gut, es trifft mich nicht völlig unerwartet. Ich habe seinen Tod gespürt. Nein, schweigt besser. Ich weiß es auch so. Es kann nur Baratheon gewesen sein. Nur er ist mächtig genug, um Mersul die Stirn zu bieten. Baratheon. Und da ich nun wohl das neue Oberhaupt des Ordens bin, obliegt zwar ist unser Ziel eine Herrschaft der Menschen, doch wie es aussieht, muss dafür zuerst ein menschlicher Herrscher sein Blut lassen.
Sei es drum. Trotz aller Rückschläge, die wir in jüngster Zeit erleiden mussten, sind die Umstände momentan sehr günstig, um einen erfolgreichen Schlag gegen Baratheon zu führen. Ihr und dieser Kim werdet ab jetzt mir unterstehen und uns hier im Kloster unterstützen. Herr, vor dem Kloster sind Baratheons Soldaten. Verdammt! Ich wette, sie sind euch heimlich gefolgt. Schnell raus! Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Position verraten. Mein Herr, hier will euch jemand sprechen. Mich sprechen? Ja. Ich hoffe, dieser jemand hat einen guten Grund. Kennen wir uns vielleicht irgendwo her? Nein. Mehr? Was? Nein. Zwar ist... Sei es doch. Ihr und dieser... Herr, vor dem Kloster sind Baratheons Soldaten. Verdammt! Ich wette, sie sind euch heimlich gefolgt. Schnell raus! Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Position verraten. Das waren alle. Hoffe ich. Ich denke, ihr habt gesehen, wozu Unvorsichtigkeit führen kann. Aber es scheint ja nochmal alles gut gegangen zu sein. Thank you.
Nun, dieser Kampf eben hat deutlich genug gezeigt, dass wir keine, absolut keine Zeit zu verlieren haben. Was getan werden muss, das müssen wir jetzt erledigen. Wir werden unsere Kräfte aufteilen. Kim geht zurück ins Mittelreich, um Sand in das Getriebe von Baratheons. Neben diesem Kümmelkreis von Kanzler ist es die Suche nach Narazul Aranteal, worauf wir uns konzentrieren müssen. Dieser Aufgabe werdet ihr euch ab jetzt widmen. Also hört zu. Südlich von hier liegen die Ruinen der Stadt Treomar. Die Stadt gewährte ihm Unterschlupf. Als dann der Krieg begann und Aranteal gefangen genommen wurde, machten die Götter die komplette Stadt dem Erdboden gleich. In Treomar gab es eine große Bibliothek unter der Erde. In ihr wurde alles dokumentiert, was sich zu dieser Zeit im Land abspielte. Ich werde Treomar auf eurer Karte eintragen. Der Weg dorthin führt durch sehr gefährliches Terrain. Ihr seid... Seid ihr gekommen? Kein Problem. Kein Problem. Bis zum nächsten Mal. Jetzt werden wir schon wieder getrennt. Ich werde dich bestimmt vermissen. Hoffentlich geht alles gut, dass dir bloß nichts zustößt. Hörst du? Komm bitte gesund wieder. Wenn ihr Heilmittel... Habt ihr nicht etwas zu... Ja, das habt ihr richtig gesehen. Ich bin ein Eterner.
Ja!